Moin moin ihr Lümmel und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Scorn. Ich bin immer noch in da unten oder da unten in 720p auf der Cam, aber das lässt sich gerade erstmal nicht ändern. Egal, es geht weiter. Pinkelpause ist erfolgreich absolviert. Wo waren wir stehen geblieben? Ah genau, wir haben diese Bälle hier abgeknallert, ne? Dann haben wir den aktiviert und das ist der dritte, genau. Warte mal, wie haben wir das dann nochmal gemacht? Genau, ihr müsst euch bewegen. Krass, ne? Wie man erstmal immer wieder reinkommen muss, wenn man zuvor ein anderes Spiel gespielt hat. Okay. Hier geht natürlich noch nichts. Dazu müssen wir noch... Müssten wir dafür irgendwas... Nichts, hier geht nichts. Und hier wird der dritte erscheinen, ne? Ja. Dann eins, zwei. Ich denke jetzt schon wieder, wie krank das Spiel eigentlich ist, wenn man das so sieht, ne? Wirklich irre. Oh, ich glaube, gleich kommt der Nieser. Hier. Da kommt er raus. Die kleine Maus. Eins, zwei. Okay. Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Wo bist du? Was? Alter. Ach, du warst das, oder was? Ein Scheiß hier mit mir. Komm, 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 komm. Oh, ich komme nicht an. Ich glaube, ich muss die alle zerfetzen. Wir kommen nicht durch. Komm ein bisschen runter. Komm, put, 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 put. An. Wir müssen weiter runter. Was ist das für ein Geräusch, Kopf? Ah, jetzt läuft hier... Okay, lief wohl nicht. Das heißt, wohin? Das letzte Mal. Ja, die komme ich da oben nicht ran. Warte mal, ich gehe mal in die andere Richtung weiter. Wo ging es denn da nochmal entlang? Ich glaube, irgendwas wurde aktiviert, oder? Nachdem ich einen von denen zerstört habe. Oder den zweiten, oder... Oder... Kommt er nicht durch. Der war aber nicht immer so beleuchtet hier. Ich
Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ah, okay. Zwei neue, vier neue. Oh, da kommt der Dildo wieder raus. Was? Ach, das ist der letzte. Jetzt checke ich. Okay. Dann gehen wir mal Lucky Lucky machen. Auf zum Super Dildo. Zack. Nee, da kam nichts raus, ja. Okay. Hier? Jetzt und rein da. Okay, dann hätten wir alle draußen. 1, 2, 3. Alle draußen. Gucken, ob ich jetzt hier irgendwas machen kann. Ja, ich kann interagieren. Wo sind wir? Im Übrigen würde ich mich freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare schreibt, wie der Sound, also wie ich zu hören bin, die ganze Zeit. Ist es durchgehend okay oder werden Silben verschluckt von der Rauschunterdrückung von OBS? Das würde mich mal interessieren. Ach, das sind die Beine! Holy Macaroni! Ihr müsst euch das mal vorstellen. Jetzt waren wir selber irgendwie gefangen. Was ist das, eine Nabelschnur? Alter. Alter. Durchtrennen oder was, oder? Oh. Was ist das für eine Welt, Mann? Crazy shit. Echt jetzt? Echt jetzt? Aber mal sowas von echt jetzt.
Ganz anderer Knochenaufbau. Guck mal, so wie zwei Wirbelsäulen. Eine untere und den Nacken stützt eine obere. Wäre für uns Menschen vielleicht gar nicht so verkehrt. Eine eigene Wirbelsäule für Nacken und Schulter. Ich glaube, das wird uns viele Sorgen ersparen. Das sieht so gut aus, echt. Da wurden sie alle ausgespuckt. Können wir nicht weiter? Was ist das? Achso, okay. Eine Nabelschnur. Was auch sonst. Es ist absolutes Niemandsland, sondern egal wo du hier bist, es ist alles tot. Und was, selbst das Tote ist tot. Rechts oder links? Ich gehe mal hier lang, weil da vorne irgendwie... Da ist das Stargate! Und rein da! Aber aus. Nicht genügend Energie, Kommandant. Das erinnert mich gerade an die unendliche Geschichte mit den beiden. Wie hießen sie denn? Ich komme nicht drauf. Orakel. Das südliche und das östliche Orakel. Wer den Film kennt, ist der beste Film überhaupt. Ich, Michael Ende. Alter. Was ist das nächste Orakel? Steht da irgendwas Großes? Nee. Das könntest du sein. Alter. Können wir irgendwas tun? Sieht nicht danach aus. Oh, die Mucke verändert sich. Gehe ich da eigentlich freiwillig rein? Oh, was ist das? Da steigt irgendwas auf. Und Death Stranding könnte es auch darstellen hier. Das ist auch so absolut, naja, nicht so krank wie das hier, das Spiel, aber so verrückt irgendwie, dass man gar nicht hintersteigt. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Wir hätten wahrscheinlich die andere Seite wählen sollen. Oder doch, hier komme ich weiter. Hier, klar. Höchstwahrscheinlich kommt man aber auf beiden Seiten nachher am Ende an der gleichen Stelle raus, sonst wäre das zu viel Latscherei. Oder? War das so ein Obelisk oder wie man ihn jetzt auch nennen soll? Und hier ist einer. Ist das so eine Art Friedhof oder was? Okay.
Ja, hier kommen wir nicht hoch. Auch nicht irgendwie hochgeglitscht oder so. Okay. Hier muss ja mal richtig was abgegangen sein, ne? Okay, ich laufe mal ein bisschen. Sieht jetzt nichts verdächtig aus, also irgendwas, wo ich hinrennen müsste. Ich denke mal, ich muss hier irgendwo einen Eingang finden. Und dann geht's da drin weiter. Holy shit. Es kann nur kranker werden. Fuck. Schienen? Ne, sind keine Schienen, ne? Ne, ähnlich wie da hinten, aber das waren auch keine Schienensysteme hier. Oder andere Schienensysteme. Doch, in der Mitte, wenn man hier guckt. Okay. Gucken wir mal. Nein, jo. Kommen sie rein, können sie raus, guckt nur. Alter. Das ist so wie, als wenn man irgendwie in der Zeit gefangen ist oder so, ne? Da erkennt man so diese Animation. Besser sehen wir auch nicht aus. Es wird nicht besser. Gehen wir erstmal hier rein. Warte mal, hier sind wir hergekommen. Gleich erste links, kann man sich merken. Ich weiß nicht, ob es da hinten überhaupt reingeht. Auf jeden Fall geht es hier rein. Ach du Scheiße. Was? Was? Das war ein Schwanz. Oh nee. Oh nee. Geht's? Kann ich? Okay, erst da rein, auf jeden Fall. Ich bin safe. Nicht. Habe ich heute schon erzählt, dass mir das OBS auf dem Sack geht, das OBS-Update auf dem Sack geht. Meine Güte. Entspann dich. Du kriegst auch eine Wurst. Wo ist er? Irgendwo da oben drinnen, ne? Hier ist Ende. Ich muss rein. Okay. Zumindest lässt er mich in Ruhe. Noch. Hier geht.
Nichts. Okay, müssen wir noch irgendwas anderes vorher tun. Besorgen, upgraden, whatever. Da auch nicht. Okay, es sieht auch so aus, als müsste sich das S öffnen, ne? Zwei, drei, vier. Vier Knospen, sage ich jetzt mal. Die guten alten Knospen. Die wollen heute nicht verrosten. Holladi, hollada, hollado. Deshalb brauchen wir ein bisschen Öl. Hier, Ende im Gelände. Ja. Yep. Moin. Es tut mir leid, ich komme zu spät. Ich weiß, was mit ihm ist. Ah, das sah aus wie das, was wir da reinstecken können. Ein Raum weiter links. Zwei. Vielleicht hier. Oh, einer leuchtet. Ich gehe nochmal zurück erstmal. Weil das sieht genau danach aus. Saß der da? Nee. Selbst wenn, wäre es mir scheißegal. Geh nie hin. Hier. Genau da rein fluppen lassen, bitte. Ja. Sorry about that. Wo bist du? Okay. Oh, warte mal, hier ging er. Achso, das war der hier noch. Okay. Hier hat sich jetzt. Hier hat sich mir der Spalt geöffnet. Klick. Ah! Fahrstuhl! Fahrstuhl. Den können wir bestimmt nutzen. Erstmal einmal rumlaufen hier, ob es hier noch irgendwas Sinnvolles gibt. Vielleicht auch Sinnfreies. Ich glaube, hier gibt es ziemlich viel Sinnfreies. Crazy stuff. Gut, dann fahren wir mal nach oben. Looky, looky mal. Okay, damit können wir wahrscheinlich wieder rufen. Hey. Dauert nicht lange, ne? Es ist eigentlich immer in Spielen so. Die werden uns so langsam angeteasert. Ein bisschen erinnere mich das an Resident Evil mit dem, mit den Huntern, die auf vier Pfoten, ne, immer. Oder Licker? Hunter? Ich glaube, in Teil 1 haben sie die noch Hunter genannt irgendwie. Dann waren es nachher die Licker oder so. Egal. Die wurden auch immer mal wieder gezeigt und dann durchs Fenster waren sie weg und dann durch die Tür, zack, weg. Und irgendwann platzten sie dann aus ihrem Loch heraus und haben dich erstmal richtig schön zerstückelt. Okay. Kann noch nicht erkennen, was das da unten ist. Was ist das? Mein Joystick! The fuck? Ah, ich mache mir einen Tunnel so. Ey, du, darauf musst du erstmal kommen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Warum sieht er so komisch? Das sind doch hier, guck mal, den Alien-Augen oder was? Das sind Aliens. So wie man sie kennt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kommen wir hier nicht weiter. Okay, da war ein kleiner Hänger. Dann nehmen wir mal den nächsten Gang. Wie viel habe ich denn? Drei. Drei. Das ist schon geil gemacht, ne? Also die Idee ist echt nice. Okay, hier ist die Brücke, Tutti.
Okay, das ist die andere Seite. Das heißt, wir können auch von hier nach links. Da. On the other side. Hier drinne. Ich will es direkt mal probieren. Jetzt müsste ich, wenn es funktioniert. Weil dann kann ich da ja reingucken. Ah, die sind, okay, die sind hier immer. Die kommen von der anderen Seite. Okay, alles klar. Die zieht die Brücke sozusagen mit. Okay. Zieh mal wieder rein, das Ding hier. Genau. Mal schön zurück mit der Vorhaut und waschen. Ne, wie Mutti das beigebracht hat. Nein, Ende. Ich werde jetzt hier laufen. Wenn nicht genug gewaschen wird, dann kommt der hier. Da werden wir noch auf keinen Fall durchkommen. Da müssen wir ausschalten irgendwie. Okay. Ja, du bist ein kleiner Leguando. Komm her. Lass mir keine Angst mehr einjagen. Die nächste Minute. Oh, das ist schon wieder übelst verwinkelt hier. Aber, okay, ja gut, man kommt hier gar nicht weiter. Das ist nur so ein angeteaserter Weg zum Glück. Also gehen wir mal hier rein. Ich komme immer in Versuchung zu laufen. Ich glaube, das stört eher, ne? Man ist ja schnell genug. Was? Komme ich hier auch wieder rein? Ja. Okay, hier wird er versorgt wahrscheinlich, oder was? Okay, und wo gehst du hin? Kann ich mit dir was anderes machen? Nummer 3. Sind sie dann auch gut stehen geblieben, dass ich da durchlatschen kann? Ja. Aber ich wüsste nicht, warum ich durchlatschen muss. Da komme ich ja im Grunde hier wieder raus. Ich gehe immer davon aus, dass wir irgendeine Versorgung damit ausschalten. Schläft er? Boah! Alter! Dreh den Hals um! Okay. Was ist passiert? Ist der... Warte mal, ich habe das nicht so ganz gesehen. Ist der in uns rein? Ist der... Der ist in uns rein, oder? Okay, von da sind wir gekommen, ja. Da raus. Ist hier sonst noch irgendwas? Nope. Sieht wahrlich nicht danach aus. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir da mal wieder durch. Mal gucken, was wir jetzt beim Ventilator da machen können hier. Da war nichts. Aber ich denke nichts. Der wird nur irgendwas... Die Versorgung wird jetzt unterdrückt.
sind wir denn vorhin hergekommen? Oh doch, Tatsache. Gott, das bringt nichts. Okay, wir sind gekommen ursprünglich von da drüben, ne? Genau, nach rechts konnten wir nicht, weil da die Viecher drin waren. Ja. Das heißt, wir gehen mal dahin. Lucky Lucky machen. Ist schon mal gut. Bohren zurück. Rechts. Das, okay, gucken wir gleich mal. Geh mal weg da doch. Genau. Ich muss da mal ran. Ah, es fehlt was, okay, uns fehlt dieser Dorn. Gut zu wissen, hier geht es nämlich gar nicht weiter, also ist das hier einziger Weg. Ach so, das sah aus wie so eine, wie so ein Charakter, so eine Figur irgendwie, die so gefesselt ist, wo die Arme lang gezogen wurden. Wenn man jetzt von hier hinten mal guckt, sah das irgendwie merkwürdig aus, wie so ein, weiß nicht, Wolfskopf oder ach, keine Ahnung, egal. Geht. Ah, die Schlüssel. Okay. Schlüssel. Ah, okay. Was ist das? Jede zweite Runde landet er jetzt hier. Crazy shit, ohne Scheiß. Haben sie richtig gut gemacht. Einfache Rätsel in Anführungszeichen, aber gut. Sehen schön aus. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt irgendwas aufgeschlossen, gehe ich mal von aus. Dornen haben wir immer noch nicht, ne? Nee. Hm? Sieht so normal aus. Fehlt mir ein Stachel. Okay. Wo geht's hin? Guck mal, vielleicht sind die Viecher ja weg. Die müssten denn, weil ich bin nach rechts gegangen. Sind die das? Das sind die, ne? Warte mal, kann ich die vielleicht so wegboxen hier, oder was? Geht nicht, ne? Ne. Aber nichts wegräumen oder. Oh. Das liebe ich ja immer so an Spielen, ne? Das ist. Irgendwann wird es Spiele geben, wo diese Logik vielleicht einfach gar nicht mehr vorkommen kann, denn du kannst einfach drüber steigen. Tja. Mal gucken, wann das soweit sein wird. Da sind wir. Gehen wir hier hin.
So, was habe ich jetzt aber gemacht? Was bei den Schaufelrädern? Ich denke eher, dass ich wieder ganz nach unten muss. Nach unten. Was unten entkam. Das hier meine ich nicht. Man muss echt immer erstmal überlegen, ne? Okay, nette Blumen. Was war hier? Hier haben wir nur die Stecker gezogen. Ich denke mal nicht, dass wir die wieder aktivieren können. Nein. Okay, das heißt, wir müssen den anderen Schlauch runter. Halt, warte mal, was war hier nochmal? Du warst einfach gar nichts, okay. Tja, das tut mir leid. For you. Ah, Mist. Jetzt bin ich so verzwickt gegangen, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher war. Das ist der Versperrte? Oder ist das von der Seite jetzt der Versperrte? Ich glaube, das ist der Versperrte, ne? Das ist der aus dem. Das ist der Versperrte. Und ich, genau, gerade rüber müsste es dann eigentlich wieder runtergehen. Unsere Ausgangsposition her. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hier nochmal. In kürzester Zeit alles verplant. Ey. Nee, hier waren wir noch gar nicht drin in dem Raum. Doch, klar. Hier sind wir hochgefahren. Alles klar. Hier sind wir hochgefahren. Mit der Elevator. Warte mal. Ich will mal kurz was schauen. Geht der von hier? Sind jetzt gekommen von hier. Von hier, genau. Wir kommen direkt durch den Schlauch. Mehr gibt es ja gar nicht. Alles klar. Ist relativ klein gehalten. So, mal gucken, ob hier jetzt irgendwas geht. Irgendwas Neues. Zischt hier. Hier sind wir. Hier ist ganz der Anfang. Genau, das meine ich. Okay, so klein ist das hier doch nicht. Ich will hier mal einmal rumflitzen. Das sind bestimmt die Eier von diesem Vieh. Wobei, so groß war das Vieh nicht. Entschuldigung. Da sind wir gekommen. Weiß ich noch. Dann habe ich das da hinten gesehen und habe mich entschlossen, da erstmal reinzugehen. Ich glaube, das ist hier doch größer als gedacht. Also wenn ich das Raumschiff von draußen nochmal bedenke, dann ja, okay. Wenn es das Raumschiff war. Hier sind wir noch nicht gewesen. Also noch nicht weitergegangen. Oder? Nein. Okay, sag. Da. Waren wir noch nicht. Naja, das sieht unlogisch aus, das zu zerstören. Muss es trotzdem machen. Jetzt probieren. Da kommen wir nicht durch.
Jetzt check ich. Wir erweitern diesen Schlüssel damit. Ach so. Wir bauen den sozusagen irgendwie auf. Wir rüsten den um Ringe auf. Können wir den denn hier irgendwann nutzen? Was können wir denn mit dir überhaupt machen, du blöde Stechwaffe? Entschuldigung. Hup. Nee, nee, hier hinten war... Hier hinten war nichts. Geht doch richtig der Annahme, ne? Dass ich da hinten hergekommen bin. Also hier. Hier war der Eingang. Warte mal, ich habe jetzt die Waffe oder diesen Schlüssel aufgerüstet nochmal. Genau, hier war nur der Rundgang. Da hinten ist dann wieder der Ausgang. Okay. Ich habe ihn jetzt hier nochmal aufgerüstet. Muss ich jetzt vielleicht nochmal zu diesem anderen Rätsel zurück? Und den dort wieder reinstecken? Maybe hier? Weil der ist ja jetzt verändert, ne? Tralala. Alles klar. Tralala. Wie sah meine Hand aus? Was war mit der los? Nein! Was passiert? Hä? Oder muss ich hier wieder schnell sein, oder was? Warte mal, jetzt öffnet sich da dieser... Das sieht aus wie so ein Rückenpanzer. Da, zack. Da ist irgendwie ein Hebel dran, oder was? Jetzt zieht er ihn wieder raus. Hat diese kaputte Hand in der Hand... Kann ich nichts machen, ne. Okay, man kann einfach noch nichts tun. Ich kann nur erstmal wieder hoch und dann gucken, ob ich den Schlüssel nochmal erweitern kann. Aber für diese Folge war es das. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich für euer Zuschauen. Und ihr wisst ja, hinterlasst mir irgendwas. Ne? Gerne fragen, dass man ein bisschen kommunizieren kann oder so. Und ansonsten gerne einen Daumen nach oben. Freue ich mich sehr drüber. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.